Und hier seht ihr sie nochmal im Anschnitt. Fotos sind im Kasten und die stelle ich jetzt still und heimlich wieder da rein. Sieht man doch kaum, oder? Kuckuck, hallihallo ihr Lieben, es ist Sonntag und Food Diary Zeit bei mir. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, letzte Woche habe ich es leider nicht geschafft, euch ein Food Diary hochzuladen. Beziehungsweise lag es eigentlich am Videomaterial. Ich hatte da, glaube ich, irgendwie was für 4 Minuten zusammen. Da habe ich mir gedacht, komm, das kannst du dir auch sparen. Das wäre einfach zu kurz gewesen, hätte sich gar nicht gelohnt. Aber letzte Woche habe ich dann wieder fleißig für euch mitgefilmt und das seht ihr auch gleich. Ich werde gleich mal schauen, bei mir ist jetzt Freitag, wo ich hier den Vorspann drehe, was ich noch so an Videomaterial von der Woche davor habe. Vielleicht kann ich euch da noch ein paar Schnipsel irgendwie zusammenschneiden. Ansonsten startet das Food Diary einfach letzte Woche Samstag und gefilmt habe ich euch dann auch wieder bis Samstag. Mehr habe ich eigentlich auch gar nicht zu kamellen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefällt. Und wie ihr das gewohnt seid, wir sehen uns nach der ganzen Futterei, also am Ende vom Video natürlich auch nochmal kurz. Guten Tag, guten Tag. Es ist 13 Uhr. Madame hat dann auch mal Hunger. Wer mein letztes Video geguckt hat, der weiß, warum ich erst jetzt Hunger habe. Also wundert euch nicht, ich werde die Woche kalorientechnisch wahrscheinlich ordentlich auf die Bremse treten. Guckt euch einfach das letzte Video an, dann wisst ihr Bescheid. Also es gibt hier ein High-Protein-Schokopudding mit Blaubeeren und hier oben, das ist noch Low-Carb-Knuspermüsli. Wir haben jetzt 16 Uhr und es ist Zeit für einen Riegel. Ich habe nämlich doch wieder ein kleines Hungerchen, deswegen gibt es jetzt den Peanut Sportness Eiweißriegel. So, das gibt es heute für mich zum Abendessen. Ein leckeres Low-Carb-Walnussbrötchen mit rohem Schinken, dazu ein paar Tomätchen. Guten Mittag um 11:45 Uhr. Ich mache hier irgendwie unbewusst intermittierendes Fasten oder was wird das hier? Keine Ahnung. Ja, das sind auf jeden Fall 250 Gramm Magerquark, nochmal mit Blaubeeren und obendrauf meine zuckerfreie Schokoladensoße. So, meine Lieben, wir haben jetzt 14 Uhr und es gibt jetzt einen Riegel mal wieder. Und es gibt den nächsten Riegel um 3:30 Uhr. So, und das gibt es heute zum Abendessen. Wir haben 6:30 Uhr, ein bisschen Resteverwertung. Ich habe hier meine Chivapchichi gemacht. Rezept ist auf dem Blog, habe ich euch unter dem Video verlinkt. Dazu gibt es natürlich Eiweiß und dann habe ich uns hier noch so ein Salätchen gemacht, ja eigentlich auch aus Resten mit roten Zwiebeln, Tomaten und Schafskäse. Und in den Chivapchichi ist übrigens auch so ein Klecks Eiweiß mit drin in der Hackfleischmasse. Das gibt echt einen richtig leckeren Geschmack. Es ist wieder hier so ein Proteinpudding, diesmal Karamell. Ihr wisst, das ist nicht meine Lieblingssorte, das ist aber jetzt auch der letzte, den ich im Kühlschrank hatte. Wieder mit Blaubeeren. Und ich glaube, wieder die gleiche Schüssel wie die letzten Tage. Und obendrauf noch ein bisschen Sesam. Eine Abwechslung muss ja sein. Riegelopfer, Riegelopfer um 11:30 Uhr. So, meine Lieben, das gibt's heute zum Abendessen. Ich habe uns leckere Pulled Lachs Wraps gemacht. Rezept ist auch schon auf dem Blog online, wenn das Video hier für euch online ist. Insofern verlinke ich euch das natürlich. Und da freue ich mich jetzt nachher drauf. Guten Morgen von mir und meinem Magerquark mit Himbeeren, Waldbeeren, Low Carb Knuspermüsli und zuckerfreien weißen Schokoladendrops. So, es ist 11:40 Uhr. Ich brauche mal gerade was Süßes. Dann hält halt jetzt nochmal ein Peanut-Riegel her. Heute hat der Hase Geburtstag und heute Abend feiern wir ein bisschen hier mit Freunden. Wir werden eine Kleinigkeit grillen. Und ich habe ihm hier ein paar hübsche, wie ich finde, ne, sind doch einigermaßen gut gelungen, bunte Cake Pops gemacht mit so verschiedenen Toppings. Ja, das waren eigentlich, sollten eigentlich Muffins werden, die sind mir aber total verunglückt. Deswegen aus der Not heraus habe ich ihm jetzt hier diese Cake Pops gemacht. Übrigens ist ja ein Food Diary, zwei davon habe ich schon gefuttert. Weil ich hatte nicht mehr genug Kuvertüre zum Überziehen und die habe ich dann so weggeschnabbelt. Und dann zeige ich euch direkt nochmal, was ich noch so gemacht habe für heute Abend. Ich habe nochmal meinen heißgeliebten Wassermelone-Feta-Salat gemacht. Rezept gibt es auch auf dem Blog. Ansonsten werden wir noch Chivapchichi und Würstchen grillen. Also ganz unkompliziert heute alles. Guten Morgen aus der Küche. Es ist 11 Uhr und ja, wir hatten gestern einen schönen Abend. Ich habe die Kamera und Handy und so weiter dann mal weggelegt. Hatten ja lecker gegrillt mit Würstchen und Chivapchichi, lecker Salat und tralala. Ja, und jetzt habe ich Hunger und ich mache mir jetzt so ein flüssiges Frühstück, quasi ein Shake.
gibt's jetzt. Das ist übrigens mit Kokosnussmilch, Chiasamen und Beeren. Kann man in den kleinen Smoothie-to-go-Bechern auch super praktisch mitnehmen, wenn man mal unterwegs Frühstück haben möchte. Wir haben jetzt 16:45 und es gibt jetzt ein Zwischenwürstchen. Das war jetzt eben quasi eigentlich nur so ein Zwischendurchwürstchen nach dem Einkaufen. Heute Abend wird dann richtig gegrillt später und dafür habe ich uns jetzt hier einen leckeren Nudelsalat gemacht. Ja, das ist so ein ganz klassischer mit Mayo, sage ich mal, ne? Fleischwurst, sauren Gurken, noch ein bisschen Mais und Erbsen sind drin. Rezept dafür gibt es auf dem Blog, habe ich euch unter dem Video verlinkt. Dann habe ich uns noch Tomate, Mozzarella und Basilikum gemacht. Und ja, wir haben dann gegrillt. Es gab Schweinesteaks und hier seht ihr mal meinen ersten Teller. Ich hatte dann nochmal ungefähr die gleiche Portion. So, und jetzt geht's dann mit dem regulären Food Diary los, wo ich euch dann quasi jeden Tag in Folge gefilmt habe. Guten Morgen! So, heute gibt es mal wieder griechischen Joghurt. Ich zeige euch das mal so. Mit Blaubeeren. Da drauf ist noch Sesam und zuckerfreie Schokoladensauce. Hallo ihr Lieben, für mich gibt es jetzt einen leckeren Low-Carb-Nusstaler. Ich hatte irgendwie Hunger auf was Süßes. Der ist übrigens auch von Keto ab und ja, den müsst ihr auf jeden Fall mal probieren. Also wenn ihr da mal bestellt, kann ich euch nur empfehlen, den mal mitzubestellen. Eigentlich reicht auch schon so ein halber, der macht wirklich ziemlich gut satt. Und ich toaste mir den ganz gerne ein bisschen auf. Das schmeckt unheimlich lecker, wenn der ein bisschen warm ist. Ja, und den gibt es jetzt für mich zum Kaffee. Wir hatten noch ein paar Reste und wir haben dann abends nochmal gegrillt. Hier seht ihr nochmal Schweinesteak mit Salat. Das habe ich dann gefuttert. Ja, grillen geht ja immer, ne? Halli, hallo, Montag. Da bist du ja schon wieder. Begeisterung. Ja, wir haben 6 Uhr. Es gibt griechischen Joghurt mit Blaubeeren und Low Carb Kokos Knuspermüsli. In dieser Woche war ich in Köln arbeiten und wie ihr seht, ich hatte mittags einen gemischten Salat. Hello, hello, Leute. Ich bin aus Köln wieder zu Hause. Wir haben jetzt 19 Uhr und ja, ich habe mir einfach einen gemischten Salat gemacht mit Ziegenkäse. Das ist ja so eine Ziegenkäserolle. Da habe ich so ein paar Scheiben abgeschnitten und ja, den gibt es jetzt lecker, lecker. Guten Morgen um 6 Uhr. Heute gibt es mal den relativ neuen noch Kokos-Schokoprotein-Pudding von Ehrmann mit gefrorenen Himbeeren und zuckerfreien weißen Schokodrops. Das ist der hier. Da mag ich ja unheimlich gerne die Sorte Schokolade. Und bei dem habe ich jetzt schon von vielen gehört, dass der wohl nicht so gut schmeckt, sondern eher so ein bisschen künstlich. Also ich habe den gerade schon mal so probiert. Ich fand den lecker. Der Kokosgeschmack kommt für mich gut durch. Also ich finde den eigentlich ganz genauso lecker wie den normalen Schokopudding. Mittags gab es für mich wieder einen Salatteller und obendrauf eine leckere Bratwurst. So, meine Lieben, es ist ungefähr 19 Uhr und ich bin jetzt zu Hause, mache mir Abendessen. Ich habe hier einfach ein Low-Carb-Mehrkornbrötchen mir gerade aufgetaut, genau, und aufgetoastet und gucke jetzt mal, was ich da drauf packe. Einmal mit Ziegenkäse hier rechts, ne? Und links mit Cheddar und sauren Gurken. Lecker! Irgendwie habe ich jetzt noch Hunger auf ein bisschen was Süßes und jetzt esse ich dann für heute meinen zweiten High-Protein-Pudding. Heute Abend in der Sorte Schokolade. Good morning in the morning. Kamera möchte lieber Katze fokussieren anstatt Schüssel. So, geändert. Es ist Bergfest. Happy Mittwoch. Und das gibt es heute zum Frühstück. Ich habe mir einfach oder habe über Nacht gefrorene Himbeeren in etwas griechischem Joghurt, ungefähr 200 Gramm, auftauen lassen. Und habe das jetzt einfach heute Morgen aus dem Kühlschrank genommen, umgerührt, deswegen die wunderhübsche pinke Farbe. Und obendrauf seht ihr noch mein Low Carb Knusper Kokosmüsli. In der Mittagspause gab es für mich wieder einen Salat mit Joghurtdressing. Hallöchen, es gibt heute Abend meinen superschnellen Zucchini-Gratin. Den kennen ja wahrscheinlich schon viele von euch. Ihr nehmt einfach eine Dose gehackte Tomaten, würzt sie ein bisschen, gebt die in eine Auflaufform, halbiert Zucchinis und das, was hier als Füllung drin ist, das sind einfach Bratwürste, also quasi das Brät sozusagen davon. Und da kommt jetzt noch Käse drauf. Und wie ihr seht, ist so ein bisschen Käse-Resteverwertung. Also ich habe erstmal noch so ein paar Kleckse, nennt man das so? Keine Ahnung. Saure Sahne drunter gegeben und dann alle möglichen Käsereste, ne? Geriebenen Emmentaler, ein bisschen Gouda, ein bisschen Cheddar und das kommt jetzt so, wie es ist,
für eine Dreiviertelstunde in den Backofen und dann ist es auch fertig und lecker. Ready, steady, lecker, lecker, lecker. Yummy, yummy, yummy. Rezept dafür ist übrigens auf dem Blog, ist natürlich unterm Video verlinkt. Guten Morgen, es gibt heute einen High-Protein-Vanille-Pudding mit TK-Beeren. Die sind natürlich schon was aufgetaut hier und nochmal Low-Carb-Knuspermüsli. Und mal wieder Salat, diesmal mit einem Stück Putenbrust. Guten Abend, meine Lieben. Ja, wenn ich jetzt einen auf fancy machen möchte, würde ich sagen, ich habe mir hier so eine coole Bowl gemacht heute Abend. Nee, Spaß beiseite. Ich habe mir einfach einen Teller mit irgendjet gemacht. Also Paprika, Gurke, Ziegenkäse und eine Dose Thunfisch. Quasi ein Salat, ne? Oben noch schön mit einem leckeren Bowl-Topping obendrauf. Und das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Guten Morgen, heute gibt es mal kein Joghurt zum Frühstück, sondern ich habe mir hier zwei Scheiben Low-Carb-Brot aufgetoastet. Und belegt habe ich mir das heute mit zwei Scheiben Cheddar-Käse. Und nach wie vor gibt es für mich übrigens jeden Morgen einen Ingwer-Shot zum Frühstück oder vorm Frühstück. Ich habe euch den jetzt, glaube ich, die letzten Wochen gar nicht mehr gezeigt, damit es noch nicht zu langweilig wird. Aber da ihr gefragt hattet, ja, gibt's noch jeden Morgen. Hallo, so, wir haben jetzt Freitagmittag. Ich bin gerade nach Hause gekommen und war eben noch einkaufen. Und bevor ich euch gleich die Einkäufe zeige, ich muss unbedingt erstmal hier was essen. Deswegen gibt's einen Riegel. Ansonsten fall ich gleich über die Einkäufe her. Mir knurrt so dermaßen der Magen. So, ich habe es jetzt hier aufgebaut. Ist wirklich total durcheinander. Diesmal keine bestimmte Reihenfolge. Wir feiern am Wochenende noch ein bisschen mit der Familie den Geburtstag vom Hasen nach. Und dafür habe ich das eigentlich alles geholt. Ich weiß noch nicht genau, ob ich Nachtisch mache. Sicherheitshalber habe ich hier verschiedene Eissorten geholt. Einmal Snickers, dann hier leckeres Maracuja-Split und das ist irgendwie so mein neuestes Lieblingseis, Magnum Joghurt und Raspberry, finde ich super, super lecker. Ja, und dann habe ich hier einmal Crunch Chips Western Style mitgenommen, ein Fladenbrot noch so in Reserve, Puderzucker, Sanapart, ich werde nämlich eine Erdbeer-Joghurt-No-Bake-Torte machen. Ja, dann einmal, wie gesagt, das vollends durcheinander, zuckerfreie Lakritzbonbons, hier nochmal Gelatine, Gelatine, so heißt es ja genau, brauche ich für die No-Bake-Torte. Dann habe ich 5 Sesamringe mitgenommen, mag ich ja voll gerne, morgen wird geschlemmt übrigens. Einmal hier die Frösche, dann werde ich noch ein bisschen Nudelsalat machen, meine Mama bringt Kartoffelsalat mit. Ja, und dafür habe ich noch... Ja, bestimmt nicht die kleinen Mandarinen geholt. Die habe ich mal so in Reserve geholt, weil ich, wie gesagt, noch nicht weiß, ob ich einen Nachtisch mache. Vielleicht brauche ich die dann. Und ja, genau, für Nudelsalat Erbsen, Mais. Dann haben wir hier einmal nochmal englisches Weingummi, saures Weingummi, hier die Apfelringe. Ich muss das nächstes Mal besser sortieren. Ich komme hier selber durcheinander. Ich werde noch meinen Melonen-Gurken-Mozzarella-Salat machen. Dafür habe ich hier die kleinen Mozzarella-Kugeln mitgenommen. Dann habe ich noch einmal Tomaten mitgenommen. Ich werde Sour Cream machen, dafür brauche ich Schmand. Hier ist Grillfleisch, im Kühlschrank sind noch Cevapcici und Würstchen. Dann habe ich hier einen Blätterteig mitgenommen. Ich werde zum Kaffee noch meinen Blätterteig-Prasselkuchen machen. Ihr seht das ja alles noch. Ich wollte ein Brot backen, dafür Weizenmehl und dunkles Mehl. Für die Torte dann hier die Erdbeeren. Jetzt muss ich mal auf einen anderen Stuhl klettern. Ups. So, wo waren wir genau? Bei den Erdbeeren. Löffelbiskuits für den No-Bake-Cake. Hier noch einfach mal Mandarinen. Auch für den Kuchen brauche ich griechischen Joghurt. Dann habe ich nochmal hier, ja, so einfach für uns, Chorizo-Salami mitgenommen. 2 Limonaden. Ebenfalls für die Torte Frischkäse. Dann für den Salat verschiedene Melonen. Ich glaube, eine Cantaloupe und... Wie heißt das? Galia-Melone ist es, glaube ich. Für den Prasselkuchen Marmelade, dann noch neue Mayonnaise. Jetzt wird es aber echt hier mehr oder weniger noch mehr durcheinander, egal. Saure Gurken, Röstzwiebeln, die kommen in das Brot. Ich wollte ein Röstzwiebelbrot machen. Für den Salat eine Gurke, dann mache ich noch Kräuterbutter. Ich habe eine Zitrone mitgenommen. Hefe fürs Brot, dann hier, ja gut, fertiges Aioli heute mal, ja, genau, und das war's, im Auto sind noch Getränke, die kann der Hase nachher rausholen und ich habe, glaube ich, jetzt alles in allem mit den Getränken so ungefähr 100 € ausgegeben. Ich
gibt es einen Melonen-Smoothie. Dafür habe ich einfach eine halbe Wassermelone in den Mixer gegeben. Der Hase hat auch ein großes Glas bekommen. Ja, das war super erfrischend und lecker. So, ich mache hier gerade für morgen einen No-Bake-Erdbeer-Cheesecake. Mega, mega, mega lecker. Lecker, lecker, lecker. Die zweite Schicht vom Kuchen ist auch drauf. Jetzt kommt er nochmal in den Kühlschrank, muss fest werden über Nacht. Der ist ja mit Gelatine. Insofern ist das wichtig. Ja, und ich habe den schon mal mit Himbeeren gemacht. Der schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr gut. So, wir sind hier am Rödeln. Ich Hausputz und Essen vorbereiten. Der Hase ist im Garten am Werkeln. Und jetzt haben wir gerade was vom Lieferdienst bestellt. Für mich mal wieder einen mega gigantisch großen Gyros-Salat. Und für den Hasen gibt es Gyros mit Pommes, Tzatziki und Mayo, wo ich ja schon wieder ein bisschen neidisch drauf bin. Guten Appetit. So, und jetzt wird noch mein All-Time-Favorite hier. Das kommt eigentlich fast immer zum Kaffee mit auf den Tisch. Mein Blätterteig-Prasselkuchen. Ihr nehmt einfach Blätterteig, gebt da drauf eure Lieblingsmarmelade und jetzt kommen noch Streusel drauf und dann geht das in den Ofen. Was wäre ein Leben ohne Streusel? Lecker, lecker Streusel. Jetzt kommt er 20 Minuten in den Backofen. So, und jetzt und jetzt und jetzt wird noch Brot gebacken, beziehungsweise der Teig gemacht. Der geht nämlich über Nacht im Kühlschrank. Guten Morgen, wir haben Samstag, wir haben zwar erst 7:15, aber mir knurrt irgendwie schon tierisch der Magen. Und ich habe hier ein Frühstück aus, eigentlich Resten von gestern, von dem Kuchen. Ein bisschen Magerquark noch, die restlichen Erdbeeren. Und hier rechts, das ist das selbstgemachte Knuspermüsli von der lieben Sandra. Das ist jetzt, glaube ich, ja, ist der Rest, der noch davon übrig ist, genau. Ja, das lasse ich mir jetzt schmecken und dann werde ich gleich weiter vorbereiten. Kuchen Nummer 1 ist jetzt auch schon fertig. Den hatte ich ja gestern schon gebacken und jetzt habe ich oben noch eine Glasur drauf gemacht. Also einfach Zitronensaft und Puderzucker, genau. Also Step 1 erledigt für heute. Und hier ist jetzt gerade Nudelsalat in der Mache. Ja, so und schon ist der auch fertig. Ich schneide hier gerade Video und vermelde, dass ich jetzt hier, es sind 3 Pizzabrötchen, die waren gestern beim Salat dabei, habe ich nicht gegessen. Die futter ich jetzt und wir haben 9 Uhr. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht über den Kuchen hermache, deswegen esse ich die jetzt mal lieber. So, jetzt werden noch die Röstzwiebeln untergeknetet. Ich liebe ja Röstzwiebeln, ne? Könnte ich so komplett diese ganze Dose hier essen. So, Brot ist in der Backform und kommt dann jetzt in den Ofen. Gott sei Dank habe ich eine gute Avocado erwischt. Das ist ja echt immer so ein bisschen Glückssache, denn ich wollte jetzt die Guacamole machen, aber die sieht hervorragend aus. Und fertig und lecker. Und als nächstes geht's jetzt ran an den Melonen-Gurken-Mozzarella-Salat. Und auch fertig und auch der wandert jetzt in den Kühlschrank und gleich ist dann auch das Brot ready. Sehr gut, ist wirklich gut gelungen. Ich will mich jetzt nicht selber loben, aber das sieht sehr gut aus. Schön knusprig, lecker, lecker, da freue ich mich sehr drauf heute Abend. Nee, heute Nachmittag oder ich weiß auch nicht, wann wir das essen, mal gucken. So, wir haben 12 Uhr, ich sitze hier immer noch am Food Diary rumschneiden und so weiter. Und da kann man sich ja mal ein Eis gönnen, ne? Es gibt jetzt einen Split für mich. Hier ist übrigens noch der fertige Kuchen, er ist gerade im Fotostudio. Rezept kommt dann ja auch auf dem Blog. Wie gesagt, so ein ähnliches habe ich mit Himbeeren, das hatte ich euch ja verlinkt. Ich zeige ihn euch aber gleich auch noch im Anschnitt. Macht man ja eigentlich nicht, bevor er serviert wird, aber was tut man nicht alles für die Fotos? Und hier seht ihr sie nochmal im Anschnitt. Fotos sind im Kasten und die stelle ich jetzt still und heimlich wieder da rein. Schön gefuscht, sieht man auch kaum, oder? Und der nächste wird abgelichtet. Vorteil ist ja, bei dem fällt das gar nicht auf, weil ich den ja eh bereits geschnitten serviere. Und ich habe mir übrigens gerade ein Stück gemopst, wollte ich euch nur wissen lassen. In der dritten Liga sind sie jetzt wieder mit dabei im Unterhaus. So, ihr Lieben, nochmal alles zusammen, ne, was hier gleich schön lecker auf den Tisch kommt. Wir fangen jetzt an zu grillen, haben eben schön Kuchen gegessen, die leckeren Salate, das Brot. Dann haben wir hier die ganzen Dips, noch mehr Salat, die Kräuterbutter, die Sour Cream. Ja, und dann wird es jetzt gleich lecker.
Ja, mehr als den ersten Teller konnte ich euch leider nicht mehr zeigen, denn wir wurden dann ja auf einmal von einem Mega-Unwetter mit Fettregen und Hagel und allem drum und dran überrascht und sind nur noch schnell reingestürmt, haben drinnen weitergegessen. Und ja, dann habe ich euch nicht mehr mitgefilmt, aber ich habe ordentlich zugelangt. Und jetzt gibt es dann noch zu guter Letzt ein leckeres Snickers-Eis für mich. So, jetzt schneide ich noch die Reste, also das Essen von heute Abend und sowas ins Food Diary rein und schnabbel dabei noch saure Süßigkeiten. Die sind voll lecker. Hey, diese Apfelringe, müsst ihr mal probieren. Ach so, ich vergaß, abends soll man ja gar kein Obst mehr essen bei Low Carb, oder wie war das? So, da sind wir auch am Ende vom Food Diary. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid nächste Woche Sonntag wieder mit am Start. Würde ich mich tierisch freuen. Ihr könnt auch super, super gerne mal auf Instagram bei mir vorbeischauen. Da freue ich mich auch riesig. Ja, und dann sage ich ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und munter. Startet gut in die neue Woche und habt noch einen hoffentlich mega sonnigen Sonntag. Bis dann. Tschüss.